Frage, worauf hoffen? Es gibt nichts, was zu erreichen wäre, außer dem Tod. Also, üblicherweise wird versucht, ein Ziel möglichst schnell zu erreichen, wenn es bekannt wird. Frage. Ich habe gegen meine Natur versucht, worauf hoffen? Gegen meinen Instinkt, es gibt nichts, den optimistischen Standpunkt einzunehmen. Außer dem Tod. Ich habe viel versucht. Ich habe gegen mein besseres Wissen behauptet, üblicherweise wird versucht, ein Ziel möglichst schnell zu erreichen. Wie dumm. Ein Vorwand, diese unangenehme Prozedur nicht gegen meine Natur versucht. Beethovens Schreckensfanfare und die Beatles. Eine Totenmesse als Collage. Wie der letzte Rückblick eines Sterbenden auf sein Leben, das sich blitzschnell noch einmal abspielt, im Strudel von Klangereignissen. Zimmermanns Requiem ist ein Sprachstück, in dem historisch tödliche Sätze kommentiert werden von Musik. Im Großdeutschen Rundfunk wird die Besetzung Polens gefeiert. Goebbels berauscht die Massen und der Chor singt lateinisch »Gib uns Frieden«. Aus 8 Lautsprechern ein Bombardement von Texten und Klängen der abendländischen Geschichte, von Krieg und Hoffnung, Schönheit und Verzweiflung. Der Goebbels ist so leise. So leise? Ich muss mich zurechtfinden. Ich habe unterbrochen für mich, ja? I'm sorry to break, but I have to get some orientation here. Für mich ist dieser Zimmermann ein ganz komplexes Stück. Ich verehre das gerade in der Zwischenzeit, weil ich habe das jetzt schon mehrmals gehört und mitgemacht. Es ist für mich ein ausgesprochen wahres Stück eines Komponisten, weil Zimmermann sich mit dem jungen Poeten, der sich umgebracht hat, eigentlich vollkommen identifiziert. Gestern war ja 1. September und es war ja Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, ne? 39. Und das fand ich eigentlich toll, dass an diesem Termin, also zu diesem Termin, dieses Stück aufgeführt wird. Falls Marsmenschen zum Beispiel landen würden, nicht? Und man würde ihnen die Menschheit erklären, zum Beispiel die Menschheit des 20. Jahrhunderts, aber allgemein, wäre als Zimmermann Requiem ein wunderbares Stück dazu. Desperately pessimistic. And it's so simple. Es ist ein verzweifelt pessimistisches Stück. Und dabei ist doch eigentlich alles so einfach. Wenn es nur nach uns beiden ginge, gäbe es keine Kriege. Aber wenn Sie in Jugoslawien zum Beispiel auf der einen und ich auf der anderen Seite lebten, würden wir uns da nicht auch töten? Und der Text am Ende des Requiems, wie jeder sehen kann, wie alle wissen. Wissen? Verstehen wir es wirklich? Es ist ein Schrei an Gott. Der Zimmermann ist ja nie aus der katholischen Kirche ausgetreten, trotz seiner kritischen Haltung. Und deshalb meine ich, dass dieser Schluss sich nicht nur an die Menschen wendet, sondern auch an den Deus absconditus, an den Unsichtbaren und an den tauben, lieben Gott, der ja nicht hört, wie die Leute schreien. Franziska, Telefon! Im Orchesterbüro in Baden-Baden wurde das schier Unmögliche möglich gemacht.
drei Riesenchöre aus Bratislava, Edinburgh, Köln und Stuttgart zusammen mit dem Orchester auf Tournee zu schicken, durch ganz Europa. Das Orchester nennen wir SWF Symphonieorchester Baden-Baden. Six people has to be changed from Harriet Ward to Pollock. Fürs Orchestermanagement ein fast unkalkulierbares Risiko, was Finanzierung, Logistik, Organisation anbelangt. Darüber darf man gar nicht nachdenken, sondern man muss sich von der Sache her leiten lassen. Wenn man davon überzeugt ist, das muss gespielt werden, dann muss man es eben tun und erleben, welche Risiken man dabei eingeht. Es ist nicht möglich, das vorher abzuwägen, dann kommt man nicht zu dem Ergebnis, es zu tun. Dann lässt man es lieber. Man muss eine Art Überzeugungstäter sein, sonst geht das nicht. Ein Überzeugungstäter wie Hans Rosbaud, der erste Dirigent des Orchesters vor 50 Jahren. Seither sind die Baden-Badener Pioniere der neuen Musik. Melodiös, unglaublich melodiös. Die Blatterzunge meint ja auch eine übermelodiöse Expression eigentlich. Ja, so, ja. Und nur die Akzente da, wo es ist. Ein bisschen phrasieren vorher vielleicht. Darf ich es nochmal haben? Ich glaube, es ist auch noch nicht besonders präzise. Wenn ich das sagen darf, ja. Am Ende merkt man das immer, ne? Am Ende ist es nicht so, wie das da steht. Neue Musik von Zeitgenossen. Sie gilt als elitär, ein Glasperlenspiel für wenige, nicht für das Volk. Was ist das Volk? Sind wir das Volk? Wir sind auch das Volk. Ich meine, gegenüber der Trivialkultur, gegenüber der Dominanz des Fernsehens, gegenüber den ungezählten Millionen, die Rock hören und die Shows angucken, und gewisse berühmte Moderatoren anhimmeln, ist natürlich schon eine Mozart-Sonate völlig elitär. Es gibt Minderheiten, die das hören wollen. Warum sollen die nicht das Recht haben? Ich habe auch gar nichts dagegen, wenn das Wort elitär benutzt wird, weil Elite hat nun mal einen bestimmten Sinn, dieses Wort. Es hat noch nie eine Gruppe von 7000 Menschen gegeben, die ein Kunstwerk geschaffen hätten. Das geht halt nicht, das ist das Individuum. Ungewöhnlich für ein Requiem auch die Jazz-Kombo. Ausdrücklich für Alexander von Schlippenbachs Quintett hat Zimmermann es komponiert. 26 Jahre nach Uraufführung ist er wieder dabei. Von Schlippenbach zählt zur deutschen Jazz-Avantgarde und war Schüler von Zimmermann. Er war natürlich viel mehr als ein Lehrer für uns. Er war ein Mentor und ein Freund, möchte ich sagen. Ja, und vor allen Dingen haben wir eben sehr intensiv zusammengearbeitet, direkt praktisch zusammengearbeitet. Ja, und ich muss sagen, dass ich eben ihm unendlich viel verdanke. So wie auch Zimmermann dem Jazz viel verdankt, als dem großen musikalischen Aufbruch jener Zeit. Er hatte ja diese wundervolle Vision von der Kugelgestalt der Zeit, in der auf verschiedenen Ebenen zeitliches Geschehen also im Moment erlebbar wird. Und diese daraus abgeleiteten von ihm selbst sogenannten pluralistischen Kompositionsverfahren werden ja heute von uns auch im Jazz reichlich benutzt. Ich kann sagen, dass er ein ungeheuer großer Lehrer für uns war. Die Zeit, die sich zu einer Kugel zusammenbiegt. Montiert auf 8 Tonbandspuren erscheint Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges. Zimmermanns Lingual, also Sprachstück, wie er sein Requiem nennt, ist so komponiert, als Widerspiegelung, also Reflexion einer ganzen Epoche. Der Jazz kommentiert die ineinander verwobenen Zitate von Majakowski, Hans-Henny Jahn und Konrad Bayer. Drei Dichter, die sich selbst das Leben genommen hatten. Ebenso wie Bernd Alois Zimmermann wenig später. Das Edinburgh International Festival hat sie eingeladen mit diesem Requiem. Eine gemeinsame Produktion mit den Salzburger Festspielen, den Berliner Festwochen, dem Festival Doctorne von Paris und der Kölner Philharmonie.
Mit dabei auch ein ganzes Team von Tontechnikern für die elektronischen Einspielungen. Das hier ist jetzt eine ziemlich aufwendige Geschichte, was die Beschallung angeht, weil es ist einmal eine achtkanalige Beschallung für diese Mehrspurzuspielung und dazu noch eine normale stereophone Beschallung für die Sachen, die auf der Bühne passieren und die verstärkt werden müssen. Das sind die Sänger, das sind die Sprecher, Klaviere, Harfe und sowas. Dafür ist das Material vom Ton dabei. Insgesamt schon ein Riesenaufwand. Also sind, ich glaube, runde 350 Leute sind da mit befasst, dieses Stück aufzuführen. Funk, Rock, Soul Bands auf Edinburghs Straßen, noch spät in der Nacht. Inmitten von vier Festivals, Film, Jazz, Klassik und Theater, muss sich das Requiem behaupten. Und den weißen Anschluss geht dann drüben auf dieses, den Lautsprecher, der da noch in die Ecke kommt. Technikaufbau am nächsten Morgen. Vor allem die Platzierung der acht Lautsprecher für Zimmermanns Tonbänder ist diffizil. Den hat er da oben geholt. Ja, dann kann man den Access da auch anschließen. Auch BBC Radio ist da, will das Konzert übertragen. Zum ersten Mal das Requiem auf der Insel. Okay, here we go. Right, just stop there, Kerry. In anderen, da liegen die elektronischen Klänge drauf und mal irgendwie der Majakowski-Text, der russische oder sowas. Aber wenn wir die so weit vorne haben, da kriegen wir überhaupt kein Verhältnis zu denen da vorne. Das heißt, die müssten eigentlich da irgendwie quasi in die Ecke, in die Biegung rein. Ist das eine große Aktion? Das ist eine Riesenaktion. Von oben runterlassen, ohne diesen ganzen Stuck dabei abzureißen. Also eine Aktion, da braucht man also insgesamt vier Leute. Zimmermann hat nicht für Denkmalschutz geschrieben. Hat überhaupt nicht für solche Säle geschrieben. Wenn man das Stück heute hört, erscheint es einem gar nicht so fremd, weil wir ja die unterschiedlichsten Formen mittlerweile haben, wie mit Sprach- und Klangcollagen umgegangen wird. Das hat ja irgendwie aus den 60er Jahren raus eine große Entwicklung gegeben dahin. Also bis heute zu Leuten wie Heiner Goebbels beispielsweise, die halt ganz bewusst mit solchen Schnittstrukturen und Zitatebenen arbeiten. Damals war das halt schon was völlig Neues. Und schlussendlich ist es halt einfach kompakte und geniale Musik. Und man hat mal schon mal die Gelegenheit, dieses Stück zu machen, weil es natürlich durch den choristischen und instrumentalen Aufwand einfach sehr selten aufführbar ist. Ein Stück, das vor allem an die Sänger höchste Anforderungen stellt. Nochmal von Anfang. Tempo 20, drei Takte vor den Besten. Der erste Einsatz muss voll der Kanone sein. Draußen derweil das Fringe Festival. Über 900 freie Theatergruppen machen dem Requiem Konkurrenz. Dennoch ungewöhnlich großes Interesse am deutschen Komponisten. Dieses Projekt mit drei Chöre, mit vielen Leuten, ein Stück Musik, das nur 10-mal aufgeführt ist, seitdem es komponiert worden ist. Vielleicht ist es ein Projekt, das man nur einmal im Leben hören kann. Darum kommen die Leute. Und es ist so intensiv. Ein Erlebnis, dass es unvergesslich ist. Heute Abend haben wir also 1900 Leute, die das hören werden. Das ist ungewöhnlich. Das ist ganz ungewöhnlich. Aber in diesem Jahr hat das für uns geklappt. Gestern Abend hatten wir Père Boulez mit dem Ensemble Intercontemporain de Paris. Und das war auch voll ausverkauft.
es ist eine Bilanz. Man muss immer die Konzerte mit einem Orchester haben, das ein Beethoven-Ouvertüre, ein Klavierkonzert und auch ein Tschaikowski-Symphonie hat. Aber man muss auch Risikos nehmen. Denn außerdem gibt es keinen Zweck für diesen Festival. Man konnte Pavarotti jeden Abend haben, aber das würde das Edinburghische Festival nicht sein. Aus dem letzten Brief Bernd Alois Zimmermanns an Michael Gielen, der schon die Uraufführung vor 25 Jahren dirigiert hatte. In größter Not. Es gibt Aufführungen, die stattfinden müssen, selbst unter schwersten Bedingungen. Das ist hier der Fall. Einfach alles hängt davon ab. Das Requiem ist ja die musikalische Begleitung des letzten Aktes eines Menschen auf der Welt. Ja, also der Tod ist, dieser eine Moment des Todes, ist ja gleich wichtig wie das ganze Leben und wenn es 80 Jahre lang war, nicht wahr? Das wiegt sich total auf. Und deshalb hat eben auch eine Totenmesse eine besondere Stellung innerhalb der Musikliteratur. Jesenin! Zu laut. Entschuldigung, das ist zu laut, meine Damen. Der große Effekt wäre, dass es wirklich leise ist bis zum Larghetto. Und jetzt hier ist es sehr, sehr laut, nicht? Davor ist das alles eigentlich ein bisschen zu viel. Es müssen ja, meine Damen und Herren, es müssen ja nicht alle singen. Überlassen Sie es mal Ihrem Nachbarn zum Teil. Don't sing everybody all the time in the pianissimo part. Shh. Let your neighbors sing a little bit. No, really, it is too loud. And now at the Larghetto here we need fortissimo tutta forza. Yes? Der ganze Anfang des Finales ist eine gregorianische Requiem-Melodie in mehreren Tonhöhen und als Kanon geschrieben. Das klingt dann natürlich sehr modern, es ist aber doch verankert in der ältesten westlichen Tradition. Zusammenschießen von Zeitgeschichte, westlicher Tradition, Heiliger Gregorius, nicht? Und Dichtung von Leuten, die Zimmermann sehr nahe standen, weil sie sich eben mit dem Freitod beschäftigten. Diese drei Komplexe konstituieren das Ganze und zeigen, dass es eine andere Art von Requiem ist. Die von den deutschen Truppen im März 1939 besetzten Landesteile der ehemaligen Tschechoslowakischen Republik gehören von jetzt ab zum Gebiet des Großdeutschen Reiches und treten als Protektorat jener Länder unter Menschenschutz. Wir sind nicht verdächtig. Weil die Bezeichnung der Reiche der Form und der Reiche der Reiche ein hierbar abweichender Regelung. Artikel 2. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Eine Revolution ist kein Gastmahl, anderer verletzt kein und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Gesetz verstößt. To meet the German Chancellor, because the situation seems to me to be one in which discussion between him and me. Ein Requiem oder was der Mensch dem Menschen antut. Und immer wieder die Sprache der Dichter. Ezra Pound, Albert Camus, Wladimir Majakowski. Und die Frage, wie man als Individuum überleben soll. In einer Welt, die auseinanderfällt. Auch ihr Tod hat das nicht beantwortet. When you're singing a requiem, it's very peaceful and it's the conclusion of the piece and you feel. Für uns war es ein Schock, niederschmetternd. Ein Requiem hat sonst einen so friedvollen, versöhnlichen Schluss. Man versteht am Ende. Hier war ich zum Schluss fast wütend, aufgewühlt und ohne Hoffnung. Es ist kein Gebet, es ist ein Schreien in die Dunkelheit, ohne Schutz, wie ein Holocaust. Kein Trost, nirgendwo. Jemand, der völlig verloren ist.
8 Monate nach der Uraufführung hat sich dann Bernd Alois Zimmermann, 52-jährig, das Leben genommen. Am Ende siegte die Verzweiflung und nicht die Fröhlichkeit, die er seinen Freunden zeigte. Selbstmord ist keine Lösung irgendeines Problems. Es ist nur ein Flüchten. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen nicht anders können, als auszusteigen. Aber für die Leute, die in so ein Konzert gehen und diese deprimierende und tragische Geschichte, die da erzählt wird in dem Stück, aufmerksam verfolgen, müsste eigentlich die Reaktion sein, nein. Im Gegenteil, wir müssen versuchen, es besser zu machen, damit Selbstmord nicht nötig ist. Salzburg, die Stadt von Wolfol, die Stadt des Mozarteums, der Festspiele und des Friedhofs von St. Peter. Wie Mozart mit seinem Requiem, sagt uns der Akkordeonspieler im Orchester, habe auch Zimmermann hier versucht, die Frage nach der Existenz in einem Werk zusammenzufassen. Die große Abrechnung mit sich als Künstler und als Sterblicher. Es gibt Musiken, die etwas ausdrücken, was im tiefsten Sinn einfach human ist, was auch dazu gehört. Musik ist ein bisschen heute missbraucht, dass sie nur zur Belustigung da sein soll. Sie soll schön sein, sie soll nicht anstrengend sein, sie soll niemand aufregen, niemand abregen. Aber das ist nicht der Gradmesser von Musik kann mehr ausdrücken. Und ich glaube, Zimmermann hat diesen Weg mit diesem Requiem gefunden. Das Zusammenfallen von Liebe und Tod in der Musik von Wagner und den Texten von James Joyce. Und das Akkordeon, hier als Ausdruck der Sehnsucht nach der verloren gegangenen Harmonie. In Salzburg regnet es unablässig, die ganzen 3 Tage lang. Und der ehemalige Mozarteumsschüler Salaberger erinnert daran, dass man auch Beethoven einst verlacht hatte, als unspielbaren Zeitgenossen. Wir sind dazu da, Komponisten aufzuführen und Komponisten zu verstehen. Und auch wenn sie vielleicht verwundern mögen im Augenblick, trotzdem. Wer soll es denn machen, wenn nicht, also ich kann dem Publikum überhaupt keinen Vorwurf machen, bevor nicht die Interpreten das wirklich bringen. Das ist meine Lebensphilosophie. Es ist die vornehmste Pflicht eines Musikers, die Musik seiner eigenen Zeit zu spielen. Das ist so einfach, dass ich gar nicht kapiere, wie jemand anderer Meinung sein kann. Sind Sie denn bei Verstand zu sehen? Verwendet ganz, ganz lange Pausen in einem Satz zwischen den Wörtern, zwischen den einzelnen Wörtern. Und es gibt so ein Gefühl von Sprachlosigkeit, dass die Sprachlosigkeit in diesem Moment, wo dieser Schrei Jesenin, diese Sprachlosigkeit eigentlich überwiegt und nicht die Wörter. Und das finde ich, wenn man so etwas komponiert, kann man das auch dem Publikum so vermitteln. Auch Salzburg, ein großer Erfolg, selbst bei UNO-Diplomaten und typischem Festspielpublikum. Nur die Hoffnung fehle, sagt man uns. Wenn man Requiem in dem Sinne verstehen könnte, dass mit dem jungen Dichter also nun auch diese Zeit, die wir miterleben, einmal zu Grabe getragen würde und eine neue Zeit heraufsteigen würde,
die den Menschen Hoffnung gibt, dann wäre es schön. Ich habe die ganze Zeit eine Gänsehaut bekommen, weil es so intensiv ist. Die Stimmung, die habe ich schon gespürt. Also auch am Anfang, ich habe gedacht, wenn es so weitergeht, dann habe ich Angst. Also dann ist es beängstigend. Das ist ein Werk, wo man nicht gelassen herauskommt. Das hat etwas zu tun auch mit Beethoven. Diese letzte Donna Nobis Pacem klingt wie in die Missa Solemnis. Und ich glaube, gerade jetzt, wo so viel geredet wird und so wenig Musik gemacht wird, und das Stück geht ja darüber, glaube ich, dass es nicht besser sein konnte. Und die Leute, die da waren, denken doch mal ein bisschen mehr nach, was auch Festspiele sind. Requiem als Trauerfeier für das Scheitern all der Revolutionen, all der Aufbrüche, all der Hoffnungen von Bernd Alois Zimmermann und von uns. Blinde Spielleute heißt dieses Stück von Josef Suk, gespielt vom Südwestfunk-Sinfonieorchester unter Michael Gielen. Und warum auch sollten Musiker weniger blind sein als die übrigen? Aber wenigstens spielen sie, immer wieder, und sei es vergeblich. Und manche mögen hoffen, durch solche Reisen der Menschlichkeit wieder Stimme zu geben. Michael Gielen jedenfalls ist davon überzeugt, dass man gerade deshalb auf sein Orchester und die anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkorchester nicht verzichten kann. Die Unterhaltungsindustrie geschieht wegen des Geldes. Die großen Plattenfirmen sind gerade jetzt offenbar in einer schwierigen Situation mit dem Verkauf und orientieren sich nur noch am Geld. Es wird nur noch produziert, was Geld bringt. Und dagegen ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ein Labsal, weil er den Auftrag hat, Kultur zu verbreiten. Nicht als einzigen Auftrag, aber einen ganz wichtigen Auftrag. Und das soll er unbedingt tun, meinetwegen muss er halt an irgendwas sparen, zum Beispiel an dummen Unterhaltungssendungen, aber doch um Gottes Willen nicht an Sinfonieorchester. Wie jeder weiß, wie jeder wusste, wie alle wussten, wie alle wissen. Wissen das alle? Das können unmöglich alle wissen. Wie manche wissen, was manche Arbeiter, Bauern, Generale, Staatsmänner wissen. Wie viele Menschen wissen, was fast alle Menschen wissen. Fast alle Menschen wissen das. Alle Menschen sollten das wissen, was jeder Mensch wissen sollte. Mancher Mensch weiß das, was ich wusste, wie ich wusste, wie ich, Marcel Oppenheimer und die Damen wussten. Wie ich und Melita Mendel wissen, wie Nina und ich wussten, wie jeder sehen konnte, wie fast jeder sehen konnte, wie jeder aus einiger Entfernung sehen konnte, wie jeder sehen kann, wie jeder Mensch sehen kann.